Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, ich freue mich eigentlich, an einer innenpolitischen Debatte heute als Sozialpolitikerin auch einmal reden zu dürfen. Es war ja schon den ganzen Morgen von Integrationsmaßnahmen die Rede, von Kirchen, Wohlfahrtsverbänden. Und gestatten Sie mir zu Beginn ein Wort auch an die Grünen direkt, wenn Sie mir zuhören. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Es war ja gestern auch schon im Ausschuss die Rede davon, dass Kirchen, Wohlfahrtsverbände, die AWO und zahlreiche Vereinigungen sich gegen dieses Asylpaket 2 ausgesprochen haben. Und ich finde, es ist das gute Recht der Kirchen, auch ihre eigene Meinung denn dann deutlich zu machen. Das heißt aber nicht, und darin sehen Sie, wie groß die Sorgen natürlich auch sind, das heißt aber nicht, dass der Gesetzgeber immer an diesen Stellen genau diesen Institutionen folgen müssen können. Wir haben hier in Deutschland eine andere Aufgabe. Wir hören Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, AWO zu. Wir unterstützen sie in allen Maßnahmen, die sie denn dann benötigen. Aber die Gesetzgebung, die liegt hier im Deutschen Bundestag. Und wir müssen uns im Deutschen Bundestag auch der sozialen Verantwortung gerecht werden, die wir in Deutschland nun einmal haben. Und das gilt auch die soziale Gerechtigkeit für unsere Bürger, Bürgerinnen in unseren Kommunen, in unserem Lande auch wahrzunehmen. Denn eins lassen Sie mich als Sozialpolitikerin auch noch einmal deutlich sagen. Wir reden seit Monaten über die Flüchtlinge in Deutschland. Wir haben auch Menschen in Deutschland, die seit vielen Jahren langzeitarbeitslos sind. Wir haben auch Menschen in Deutschland, die prekäre Arbeitsverhältnisse leben, die gerade an der Leistungsuntergrenze liegen in Deutschland. Und Sie wissen, da brauchen Sie jetzt gar nicht so großartig schreien, meine Damen und Herren, Sie wissen, dass wir uns dafür auch gerade diese Bundesregierung deutlich eingesetzt hat und weiterhin einsetzen wird. Ich will auch dieses noch einmal deutlich sagen, denn auch das gehört zum sozialen Frieden in Deutschland. Wenn wir über Integrationskurse denn dann gesprochen haben, wenn wir darüber gesprochen haben, und das war auch heute Morgen, davon war auch die Rede, wenn wir davon gesprochen haben, dass für Integrations- und Sprachkurse 10 Euro denn dann von jedem einzelnen Flüchtling abgenommen werden, so ist diese Aussage falsch. Wir ändern unser Ansehen darin liegt da, Entschuldigung, jetzt muss ich einmal gucken. Unser Ansehen liegt darin, dass wir nicht die vollen Leistungen auszahlen, die wir auch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zahlen müssen. Wir streichen Leistungen wie zum Beispiel für Fernseh- und Videogeräte. Wir streichen Leistungen für Datenverarbeitungssoftware. Wir streichen Leistungen für langlebige Verbrauchsgüter, für Kultur, Sport und Camping. Wir streichen Leistungen für außerschulischen Unterricht und Hobbykurse und Gebühren für Kurse. All das zusammen macht zusammen 10 Euro. Und genau um diese 10 Euro wird das Asylbewerberleistungsgesetz gekürzt. Ich denke, das ist auch eine Maßnahme, die wir durchaus in Deutschland einführen können. Wir haben das übrigens schon einmal getan. Damals gab es nicht so einen großen Aufschrei. Ich denke, wir müssen hier auch das Wort der sozialen Gerechtigkeit wieder ansetzen und sagen, wir müssen alles daran tun, dass wir hier auch unserer Rolle gerecht werden. Lassen Sie uns aber auch noch einmal darüber reden, warum Menschen in Deutschland und auf welcher Grundlage wir uns denn dann verhalten. Ich bin der Meinung, wir sollten das Asylrecht, und das ist etwas, was wir ja auch in Deutschland leben, nach dem Grundgesetz 16a, dass dieses Asylrecht in Deutschland eine Berechtigung hat. Eine Berechtigung hat allerdings nicht, wer aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommt, wer aus wirtschaftlichen Gründen hier seit einreist. Und ich glaube, dass wir dazu kommen müssen, auch hier deutlich zu sagen, dass wir diese Menschen wieder zurückführen. Jetzt haben wir heute Morgen einige Reden auch gehört, auch vom Landesminister in Baden-Württemberg. Gestatten Sie mir aber dazu, dass es genau bei Umsetzungen, denn dann in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, in vielen anderen Bundesländern auch, nicht dazu gekommen ist, selbst das Asylpaket 1 umzusetzen.
Hehre Worte sind ganz schön. Gesetze können wir hier auch verabschieden. Sie müssen nur auch von Ländern und Kommunen umgesetzt werden. Wenn wir erfahren, wie viel Gelder wir letztendlich auch von Bundesseite bereitgestellt haben für den sozialen Wohnungsbau, so bin ich sehr erstaunt, wenn ich heute Morgen höre hier, dass wir für den sozialen Wohnungsbau, der dringend notwendig ist, mehr tun sollen. Aber bitte, meine Damen und Herren, es liegt in der Kommune, es liegt in den Bundesländern, dieses zu tun. Und wenn ich weiß, dass Richtlinien in einigen Bundesländern überhaupt noch nicht umgesetzt worden sind, die wir dann auch, die wir hier in Berlin längst als Erleichterung denn dann beschlossen haben, so kann ich nur an alle appellieren vor Ort, sorgen Sie dafür, dass Sie in Ihren Kommunen sozialen Wohnungsbau denn dann generieren. Die Gelder sind bereit, die KfW stellt noch mal zusätzliche Mittel bereit. Aber lamentieren Sie doch bitte nicht hier in Berlin rum, dass wir keine Möglichkeiten hätten, sozialen Wohnungsbau denn dann auszugestalten. Machen Sie es, tun Sie es. Es würde auch dazu beitragen, dass wir hier unter dem Gesichtspunkt soziale Gerechtigkeit in Deutschland wesentlich weiter wären. Integrationsmaßnahmen war immer die Rede, wir brauchen jetzt noch mehr Maßnahmen. Natürlich brauchen wir sie. Aber gucken wir doch einmal hin, was wir alle schon gemacht haben. Wir haben zahlreiche Vorgaben gemacht. Ich könnte sie in alle nennen, so viel Redezeiten habe ich nicht. Was wir allerdings haben, wir haben sie weder strukturiert noch geordnet. Jedes Ministerium, gestatten Sie mir das, macht an den Stellen ein bisschen. Wir müssen es strukturieren, wir müssen es zusammenfassen. Und vielleicht könnten wir uns ja darüber einigen, dass das Bundesinnenministerium mit der demografischen, gesellschaftlichen Aufgabe damit dann auch betraut wird. Ich finde, das wäre ein guter Ansatz, dass wir hier hinkommen und dass wir hier in geordnete Verfahren kommen. Übrigens habe ich gehört, dass in 4 Ministerien denn dann jeweils das Grundgesetz in arabischer Sprache gedruckt wird. Das kostet Geld. Das kostet unnötig Geld, das ist nicht effizient. Insofern sollten wir doch bitte auch hingehen, auch diese Maßnahmen sein lassen und hier zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Ich denke, das führt denn dann in die richtige Richtung. Wir sind in Deutschland auf einem guten Weg. Wir haben den Weg begonnen. Wir werden ihn weiter konsequent gehen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal recht herzlich auch bei der Bundeskanzlerin, die im Moment keine leichte Aufgabe hat. Aber die Außenpolitik, das ist das, dass uns das, was uns bei der Bewältigung der Aufgaben in Deutschland natürlich als Grundvoraussetzung, dass wir sie auch noch mal mitnehmen müssen und dass wir wirklich alle daran mitwirken können und mitwirken sollten, sie zu unterstützen in ihrer schwierigen Aufgabe, die momentan sicher in Europa vor ihr liegt. Wir aber hier als Gesetzgeber im Deutschen Bundestag haben auch unsere Pflichten zu erfüllen. Und diese Pflicht heißt, heute das Asylpaket 2 mit allen Facetten zu verabschieden. Es wäre schön gewesen, wenn wir es noch einmal ergänzt hätten können unter den Programmpunkt sichere Herkunftsstaaten. Das ist gerade von meinen beiden Kolleginnen schon einmal gesagt worden. Die Verzögerung. Und da bitte noch einmal an die Linken, an die Grünen. Es hat in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz jeweils, und ich kann das belegen über Zeitungsmeldungen, denn dann den Anschlag gegeben. Ja, das ist so. Fragen Sie Herrn Mostafizadeh in Nordrhein-Westfalen, der sich dagegen gewehrt hat an dieser Stelle, dass wir die sicheren Herkunftsstaaten dass wir diese erweitern. Und ich denke, es wäre schön, wenn die Grünen sich hier auch einigen könnten auf Bund- und Länderebene, denn wir hätten es heute mit verabschieden können. Wir wären einen großen Schritt weitergekommen. Es hätte uns geholfen im Zuge der Integration. Gerade ist das hehre Wort gefallen. Wir müssen denn dann alle unsere Positionen wahrnehmen. Ja, wir müssen sie. Das gilt allerdings nicht nur für den Bund. Das gilt auch für Ihre Aufgaben in den Ländern und auch in den Kommunen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.